Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Schreiner, lieber Herr Fontaine, es geht heute ausschließlich um das Wohl der Landwirtschaft und die Zukunft der Landwirtschaft. Und es geht hier nicht um Zuweisungen. Dennoch will ich sagen, das Borchardt-Papier, um das wir uns jetzt auch bei allen Konferenzen noch mal bemühen, es war nie aus der Schublade draußen, Herr Theobald, es war nie aus der Schublade draußen. Und diese Vorwürfe, die Sie machen, ich hatte es eingangs gesagt, lieber Herr Scharf, wir wissen es doch gemeinsam, dass die Landwirtschaft seit Jahren ächzt und stöhnt unter den Auflagen. Und es wurde zu keiner Zeit wirklich unterstützt und geholfen. Ja, es gab viele EU-Vorgaben. Aber ich will jetzt nur noch eins sagen, was das Land gemacht hat. Es war 2021 der Verhandlungserfolg auch von Minister Reinhold Joost, der hier gerade in das Land an ELA-Mitteln einen enormen Aufwuchs für die Landwirtschaft geholt hat. Wir haben die der Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Mittel in dieser Förderperiode von 58% auf 65% der Mittel aufstocken können. Es stehen weitaus mehr Mittel jetzt in dieser Förderperiode zur Verfügung als in der letzten Förderperiode. Das ist eine wirkliche Unterstützung. Aber wir ruhen uns nicht darauf aus. Wir werden weiter kämpfen für die Landwirtschaft, sowohl im Bund als auch im Land. Und ich fordere nochmals diejenigen auf, die auf der EU-Ebene auch Verantwortung übernehmen. Und das hatten wir auch anlässlich einer Veranstaltung, Herr Schreiner, noch mal bei der LKU gemacht mit der Europaabgeordneten Ripa, dass wir auch dorthin adressiert haben, was wir auch von der Europäischen Union erwarten an Hilfestellungen, auch für die Landwirtschaft, damit unsere deutsche Landwirtschaft und insbesondere unsere saarländische Landwirtschaft wettbewerbsfähig bleibt. Dafür kämpfen wir und dafür wollen wir auch alles das, was in der Vergangenheit völlig falsch gelaufen ist, auch jetzt ändern. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir sprechen miteinander, wir sind in einem engen Kontakt mit den Verbänden und nehmen genau das auf, was sie fordern, nämlich sie zu unterstützen, sowohl finanziell, aber auch im Abbau von überbordenden Strukturen und in Hilfen hin zur Digitalisierung, damit die Betriebe, insbesondere die kleinen Betriebe hier bei uns im Land, auch zukünftig eine Perspektive haben und an die nachfolgenden Generationen übertragen werden können. Dafür kämpfen wir. Deshalb danke ich der SPD-Fraktion für diesen Antrag. Vielen Dank. Applaus